Hallöchen Leute zu einer neuen Runde Cities Skyline auf dem Kanal der Anlage genutzt von mir, dem Gamer Freak. Ja, lange ist ja nichts mehr gekommen und ja, da habe ich auch eine felsenfeste Ausrede für. Nein, es war keine Ausrede, sondern mir wurde sozusagen das Reden verboten, kann man sagen. Nee, Scherz beiseite. Ich hatte, ja, meine Weisheitszähne mussten entfernt werden. Und jeder, der weiß, oder jeder, der seine Weisheitszähne schon rausbekommen hat, der weiß, dass man danach aussieht wie so ein dick aufgeplusterte Hamsterbacke und sehr schlecht reden kann. Und deswegen hatte ich mir auch ja jetzt ein bisschen über eine Woche Auszeit genommen, halt, bis ich sage, wow, jetzt kann ich wirklich reden, ohne nach 10 Minuten Dauerquatschen total die Zahnschmerzen zu haben. Naja, also jetzt geht's wieder und jetzt kommen auch wieder ordentlich Videos von mir. Kurz am Rande. Hat jetzt nicht viel mit dem Skyline Let's Play zu tun, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen auch. Ich bin momentan am Überlegen, ob ich mir eine schöne Kamera besorgen soll. So, gerade wenn man jetzt aus dem Fenster schaut, es ist ja schon wieder hell draußen, genau. Nee, der Sommer ist ja da und jetzt so draußen in der Sommerzeit so ein paar Vlogs zu drehen, wäre natürlich auch ganz geil, ne? Ich muss nur schauen, so eine Kamera kostet natürlich auch nicht wenig, ne? Aber ja, mal gucken. Entweder wird es ein neues Headset oder eine Kamera. ich habe mir auch eine neue Mod in Cities Skyline runtergeladen, die nennt sich Traffic Manager. Die sorgt dafür, dass man hier zum Beispiel Ampeln ein- und ausmachen kann. Die hat aber noch ein paar mehr Features. Ich werde das jetzt nicht alles erklären, aber was wir hier mal machen werden, ist die Straße wegmachen. Und hier mal ein bisschen mit Schildern arbeiten, denn wir können jetzt sagen, das hier ist die Vorfahrtstraße. Und ihr zum Beispiel, können wir jetzt ein Stoppschild hier machen, aber ihr zum Beispiel müsst Vorfahrt gewähren. Das gleiche machen wir hier. Ampel weg. Und so. Hier auch Ampel weg. Und hier sind keine Ampeln. Aber hier. Das sollte natürlich auch nicht sein. So kann man nämlich tatsächlich so einen Verkehrsfluss auch ein bisschen besser gestalten. Denn hier ist einfach der meiste Verkehr drauf. Und jetzt warten die halt tatsächlich so von wegen, ihr seht's ja, wenn hier welche kommen, fahren die hier nicht raus. Ich persönlich finde die Mob. Alter, was ist denn heute mit mir los? Finde die Mod wirklich perfekto. Also mir gefällt sie wirklich. Was mir nicht so gefällt, ist das hier. Das gefällt mir nicht ganz so. Was man in so einem Kreisverkehr ganz gut machen könnte, ist natürlich auch zu sagen, hier einen auf den hier. Damit Verkehrsfluss immer richtig schön eingehalten wird. Gucken, wie der Verkehr läuft jetzt. Ja, nee, das kann ich hier so nicht machen. Dann staut sich das zu sehr. Ich glaube, da mache ich einfach gar nichts hin. Funktioniert ja auch so anscheinend ganz gut. Okay, so. Weil sich dann das hier einmal wieder aufgelöst hat, sollte das Ganze auch wieder einfach funktionieren. Okay, hier ist auf jeden Fall so ein Verkehrsschwerpunkt drauf. Muss man ganz klar sagen. Ja, hier staut sich natürlich schon heftig, ne, wenn man mal so guckt. Durch die Vorfahrtsgeschichte. Ja, nee, das gefällt mir nicht so. F
für den Kreisverkehr sind die Schilder hier. Was ist denn hier mit dem Stoppzeichen? Nee, komm, das machen wir wirklich wieder weg hier. Es ist ja grauenhaft. Nee, was funktioniert einfach nicht, von daher. Weg damit. Und dann muss der Verkehr eben schauen, wie es läuft, ne? Na gut, na gut. So, ja, die letzte Aufnahme ist lange, lange her, deswegen muss ich mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Was man auf jeden Fall machen könnte, und ich glaube, das war auch die Baustelle, die wir zuletzt hatten, und zwar, ja, den äußeren Rand des Sees hier noch ein bisschen zubauen, ein bisschen schöner gestalten. Ich habe übrigens auch eine Mod runtergeladen, mit der ich, kann ich ja eben auch mal zeigen, das machen wir mal hier in die Kurve, damit kann ich, zack, immer eben so einen Zebrastreifen generieren. Das ist aber mit Ampel, oder? Das wollen wir aber nicht. So, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Auch wenn hier anscheinend ein bisschen Grafikfehler drin ist. Aber ich sag mal, ne, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Na gut, dann wollen wir mal ein paar Straßen ziehen. So. Gehen wir ein bisschen mit Einbahnstraßen, jetzt wieder normale. Die setzen wir von hier hinten an. So, das verbinden wir aber nicht. Das sieht gerade ziemlich wirr aus, was ich hier an Straßen baue. Aber das passt schon. So, jetzt haben wir hier wieder ordentlich Feld. Oh, guck mal, wir brauchen mal ein paar Abwasserpumpen. Wobei, die ist nicht verbunden, ne? Ich glaube, das hatte mir auch jemand in die Kommentare geschrieben. Dass sie nicht verbunden sei. Wobei, die Wasserrohre laufen auch hier lang eigentlich, oder? Na, jetzt ist es auf jeden Fall verbunden. Und dann passt das auch. Vielen, vielen Dank für den Kommentar. Daran kann ich mich nämlich auf jeden Fall noch erinnern, dass das jemand geschrieben hat. Ah, genau, die Wasserpumpen sind ja hier. So, verbinden. Zack, und dann hätten wir das auch. Ja, wir haben gerade ein paar Leichenprobleme, so ganz dezent. Könnte das sein? Krematorium verfügbar ist. Verfügbarkeit ist auch scheiße. So, Moment. Also heute habe ich irgendwie sprachzentrummäßig nicht viel drauf. Ich habe mir hier mal so ein Krematorium runtergeladen. Das ist ein bisschen besser, damit man nicht alle drei Straßen Krematorium setzen muss. Ah, das werden wir einfach mal hier reinsetzen. So sieht das Ganze aus. Jetzt nicht groß anders als das alte. Friedhofsauslastung geht noch, aber ein Krematorium setzen wir gleich nochmal. Und zwar hier hin. Und dann würde ich fast schon sagen, komm, setzen wir hier mal ein paar Bürogebiete rein, ne? Das wäre doch auch mal was. Und zwar hier so. So. Die komplette Straße. Setzen wir aber ganz schnell nochmal Wasserrohre. So. Und dann kommt gegenüber hier auch gleich nochmal so eine klitzekleine Einkaufsstraße. Beziehungsweise da können wir ja diesen Einbahnbogen dafür benutzen. Das ist eigentlich ganz schön. Bis hier so. Hier kommt dann ein Streifen Wohngebiet rein. Hier oben dann auch nochmal.
Wunderbar, wunderbar. Komm, dann machen wir das hier auch gleich nochmal. Bis hier hin, dann kommt hier wieder ein Streifen Gewerbe. So, Wohngebiete und Bürogebiete. Wunderbar, wunderbar. Die Stadt wächst und gedeiht. Nee, wirklich schön. Also 41.000 Einwohner. Und Tendenz ist steigend. Geldtechnisch sieht es auch noch wunderbar bei uns aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also ehrlich, ich habe momentan eigentlich keinen Grund, mich hier in unserer Stadt zu beschweren. So, das Ding hat auch gleich noch Strom. Dauert nicht mal lang. Nee, ehrlich, schön. Also gut, halt Krematorium und so wird. Die Leichen müssen jetzt erstmal abgeschafft werden. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, wunderbar. Ja, es ist aber gerade verkehrstechnisch, beziehungsweise diese Straße ist heftig, ne? Alles andere geht eigentlich, muss ich sagen. Ja, sehr viele Leichen waren gerade drin unterwegs. Hier ist auch sehr heftig. Man kann übrigens auch mit diesem Traffic Manager Tool komplette grüne Phasen einrichten, ja. Also dass man jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, hier komplett eine grüne Phase reinzuhauen. Also auf Straßen mit heftigem Verkehr kann man das ganz gut machen. Ich weiß noch nicht, ob man. Man muss vielleicht gucken, vielleicht kann man so einen Kreisverkehr dadurch auch ganz cool herrichten. Müsste man mal schauen. So, was ich auf jeden Fall mal wissen möchte. Die meisten fahren auf jeden Fall auch welche auf den Kreisel. Pass auf. Können wir den Verkehr eventuell ein Stück weit beruhigen, wenn wir diese Feuerwache hierhin verschieben und hier eine klitzekleine Ausfahrt machen, die nach hier oben führt. Wie wäre das? Spiel, sag es mir. Müssen wir natürlich kurz warten, bis sie das Ganze eventuell dann benutzen. Aber wenn sie es benutzen, sollte das ganz, ganz cool kommen. Was mich ebenfalls interessiert, das sieht man teilweise ganz schlecht, ne, wo die genau hinwollen. Aber das passt schon. Nee, ich lasse es jetzt erstmal so, wie es hier ist. Die eine Auffahrt soll hier reichen. Mit diesem Manager-Tool kann man übrigens auch das Disable Despawning aktivieren oder deaktivieren, sprich, wenn Fahrzeuge feststecken, sowas, dass die despawnen. Ich lasse es aber auf despawn, weil sonst ist es wirklich so heftig. Das kann sich dann keiner mehr vorstellen. Nee, also es ist wirklich krass dann. Ich finde es so geil, dass wir mit unserem Abwasserstrom produzieren. Ne? Vor allem, wir können hier noch einen Damm reinsetzen. Ne? Würde ich zumindest mal behaupten. Also ist schon echt geil. Haben wir uns was Schickes ausgedacht. Nun gut. Also die Sache mit dem Kreisverkehr lassen wir da. Aber benutzen sie jetzt hier nicht wirklich, ne? Die. Ah doch. Ja doch, da fährt er immer wieder eine Husche lang. Wird nun nicht so krass benutzt, weil wenn der hier zum Beispiel hoch will, dann muss er natürlich erstmal abwarten, bis der Rest hier durch den Kreisverkehr durch ist, ne? Das ist schon krass, ey. Also, man muss schon sagen, es ist ja hier momentan unser Verkehrszentrum, sag ich mal. Und es wird schon heftig benutzt, also kann man nichts gegen sagen.